Der 17. Citylauf steht in den Startlöchern. Am 13. September werden sich wieder hunderte Läufer am Start in der Zerbster Straße einfinden. Über den Stand der Vorbereitungen informierte Dessau Roßlaus Sportdirektor Ralf Hirsch. Der sagte, dass auch in diesem Jahr an die neue Streckenführung festgehalten wird und zeigte sich stolz darüber, dieses Breitensportereignis schon seit 17 Jahren begleiten zu dürfen. Und da sind wir auch wirklich stolz darauf, seit 17 Jahren so einen schönen Innenstadtlauf haben zu können. Und es ist auch das wirklich größte Breitensportereignis in Dessau-Roßlau. Und das eben auch seit 17 Jahren, wo alle Bürger, ob wirklich klein, von den ganz Kleinen bis zu den Ältesten, bis in die 80er Jahre sozusagen, hat man ja auch schon Läufer oder haben Läufer dabei. Das zeigt ja, wie eben dieser Lauf und diese Veranstaltung an sich angenommen wird. Neu ist, dass sich der Titelsponsor des Laufes geändert hat. Das tut aber dem sportlichen Rahmen keinen Abbruch, denn ein neuer Programmpunkt konnte aufgenommen werden. Mit dem Basketballlauf über 2 Kilometer wird der 17. Citylauf um 9.30 Uhr und zwar am 13. September eröffnet. Am beliebten Firmenlauf hält der Veranstalter das Sportamt fest. Hirsch wies darauf hin, dass sich alle Teilnehmer rechtzeitig anmelden sollten. Das Anmeldeformular findet man unter www.citylauf-dessau.de. Alle Firmen dieser Stadt und Institutionen und Vereine sind allerherzlichst eingeladen, das muss ich auch betonen, am Barmer GEK Firmenlauf innerhalb des Citylaufs in Dessau teilzunehmen. Ganz nebenbei gesagt, die Startgebühr, dass man es einfach auch weiß, die Startgebühr hier beträgt 25 Euro fürs gesamte Team. Das ist nochmal ein Unterschied zu dem Staffel, da ist auch ein bisschen aufwendiger, da ist ja 15 Euro netto pro Läufer die Startgebühr. Hier sind es 25 Euro brutto für die gesamte Mannschaft. Zahlreiche Pokale und Preise warten auf die Teilnehmer. Ob sich der Enkel von Olympiasieger Waldemar Czerpinski, Jonathan Czerpinski, unter die Läufer mischt, ist noch nicht klar. Fest steht, dass er die 10 Kilometer beim 16. Citylauf mit 31 Minuten und 30 Sekunden als erster beendete und so die Messlatte enorm weit nach oben gelegt hat. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.